Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu! Ja, Pikachu schon. Das geht weiter im Rocket Versteck. Ach ja, stimmt, ich wollte uns ja heilen offscreen, richtig? Richtig. Gehen wir uns kurz heilen. Was soll's? Ja. War ja bisher ein recht interessanter Tag, so für mich. Das ist Pokémon Center da hinten. Und ja, es dauert gar nicht mehr so lange. Dann kann eventuell Soulsaver losgehen. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, auch wenn wir durch die Corona-Film vermutlich genügend Zeit dafür hätten, werde ich vermutlich dann bald damit anfangen. Ja. Ich muss nur mal kurz, müsste dann nur mal gucken, wenn sich das Projekt im Ende neigt, so beim 8. Orden, 7. Orden. Weil meine Grafikerin nachfragen, wie denn die Grafik für Soulsaver so ist vom Zeitpunkt her. Falls ihr noch Zeit braucht, dann verstehen wir Soulsaver natürlich. Eine Himbeere. Und ja. Fun Fact, hier oben in der Spielhalle kannst du keine Glücksspiele spielen. Ja, denn neue Jugendschutzgesetze, die rausgekommen sind, sorgen dafür, dass du keine Glücksspiele mehr in sowas Pokémon haben darfst. Wenn du die dazu passende Altersfreigabe haben willst. Also ich glaube ab 6 ist das Ziel bei Pokémon immer. Und das kann natürlich dann nicht erreicht werden. Deswegen ist Pokémon Soulsilver und Pokémon Hardgold die letzte Pokémon Charge, in der Glücksspiel integriert war. Das gucken wir uns natürlich in Soulsilver auch an. Du bist doch der Knirps am Mondberg. Was hast du hier verloren? Ich will Tragosso retten. Was? Du bist nur wenigstens Tragosso hier? Tja. Da kommst du zu spät. Das haben wir schon längst im Boss begeben. Edge! Wenn du glaubst, wir lassen dich zum Boss durch, hast du dich gewaltig geschnitten. Wir haben die Sache mit dem Fossil am Mondberg nicht vergessen. Und dafür werden wir uns jetzt erstmal revanchieren. Jesse und James, Team Rocket, bla bla bla. Ja, man könnte jetzt voll cool den Einspiel aus dem Anime reinklatschen, aber dann wird es wieder gestrikt, weil Anime. Das ist die Pokémon Company sehr beschützend. Benkei, Lotus-Kassen ist hier komplett lost. Psychokinese aufs Mokma. Und Lotus-Casino. Ach, mit dem wollte ich ja jetzt eh kämpfen. Noch. Na komm, Pikachu. Pikachu muss trainiert werden. Pikachu soll schön overpowered sein am Ende. Der muss auch bei der Liga mit meinem Hauptaccount. Eigentlich benutze ich nur noch Pikachu. Weil Pikachu nicht so verdammt overpowered ist. Und ich da auch kein Kackwesen habe mit dem Pikachu. Ja, sodass ich Pledger-Server einsetzen kann. Das ist die dritte Spezialattacke für Pikachu. Ja, ich muss auch mal gucken, dass das eben wieder haben. Könnte für Let's Go Even so. Du klatscht mal Smogmog. Du schaufelst mal Arbok aus der Existenz. Bam, 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 bam. Und Arbok kommt natürlich sofort an Pikachu. Benkei geht Smogmog. Zack. Und Lotus Casino kann nebenbei so ein bisschen EP schnurren. Ja, Pikachu kriegst natürlich das Gift ab, aber du kannst jetzt natürlich die Psychokinese auf Arbok raushauen.
Falls aber, denn den Schaf davon wird kein Schiff überlebt. Gerade so. Und, ach, Pikachu möchte auch nicht, dass die giftige Pikachu gekillt hätte, aber... Drago reicht Level 38, hui. Immer diese Knöpfe, die einen Strich durch die Rechnung machen. Dabei hatte ich diesmal so ein gutes Gefühl. Bitte bloß nichts ein, nur weil deine Pokémon ein klitzekleines bisschen stärker sind. Genau, schließlich sind wir hier die Erwachsenen. Wenn diese Rotzen also sich nicht von den Pokémon aufhalten lassen, müssen wir uns eben selbst kümmern. Bah! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Ja, ich finde die Anime-Anspielungen sind cool hier. Die Katze macht, glaube ich. Ja. Gott, Pikachu ist so fucking cute. Oh mein Gott, wer will nicht dein eigenes Pikachu haben, wenn man das hier sieht? Und apropos, einen zweiten Meisterdetektiv Pikachu-Film würde ich so feiern. Einfach weil Ryan Reynolds als Meisterdetektiv Pikachu so geil war. Und dieses Sylph-Scope hat all meine Zweifel ausgeräumt. Ich kann jetzt vor der Überzeugung sagen, dass die Sylph Company über das technische Know-how verfügt, um unsere Pläne Realität werden zu lassen. Dieses Gerät macht also unsichtbare Dinge sichtbar. Wie lachhaft. Ein Kinderspielzeug. Aber nichtsdestotrotz, ich bin bereit, mich auf deine Idee einzulassen. Du kannst mit den Vorbereitungen für die Übernahme der Sylph Company beginnen. Atlas. Jawohl. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kind? Ich habe keine Ahnung, wie du hierher gekommen bist. Dass du uns umdrehen noch dreist belauscht hast, lasse ich dir auch nicht einfach so durchgehen. Ich bin Atlas, ein Vorstandsmitglied von Team Rocket. Und im Kampf nehme ich keine Rücksicht. Auch nicht auf Kinder. Rocket-Vorstand Atlas möchte kämpfen. Also dann, Denkai, Psychokinese. Das One-Hitte zwar nicht, aber... Oh, ihr könnt viel Star-Over. Ich wollte gerade sagen, das macht ja nun trotz dieser Effektivität nicht wirklich viel Schaden. Weil Benke ist speziell vor. Ey, das ist so schön, dass der so tankt. Die haben sich mit sehr effektiven Attacken, habt ihr ja gerade gesehen. Der hat kaum Schaden. Das ist voll praktisch. So, genau. Der Blastny ist noch drin, weil er hier im Typ-Vorteil ist und bis 36 Knirschau, Ballbart hat ohne physischen Wert. Der physisch ist ja nicht so schön, nicht speziell. Ja, das versteht er nicht, okay. Ui. Ja, aber Pikachu, komm. Ich meine, wir könnten auch vermutlich alle anderen fertig machen, außer Lotus Casino, aber... Dann kriegt Pikachu seinen Auftritt, trotz Vergiftung. Jetzt ein Level Up für Pikachu. Nice. 39 für Pikachu. 35 für Benkei. Oh. Was für eine Demütigung. Vergib mir, großer Giovanni. Ich habe gegen ein Kind verloren. Okay, nice. Jetzt kann ich mein Team vorher noch heilen. Bevor es gegen Giovanni geht. Und natürlich heile ich Benkei. Damit, weil Pikachu
logischerweise ein Übertrag ankommt. Und natürlich haben wir nichts, um Pikachus Vergiftung aufzuheben. Warum auch? Es wäre ja zu einfach gewesen. Naja, gut, muss Pikachu halt vergiftet weiterkämpfen. Ich bin beeindruckt. Es ist dir tatsächlich gelungen, Atlas zu bezwingen. Du hast es weit gebracht. Team Rocket ist eine Organisation, für die der finanzielle Profit an oberster Stelle steht. Pokémon, sie sind für uns nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Werkzeuge, mit denen wir unsere dunklen Machenschaften in die Tat umsetzen. Und ich, Giovanni, bin der Kopf dieser Organisation. Wie bitte? Du willst, dass ich dieses Tragosso hier freilasse? Tragosso? Das ist alles? Dafür schleißt du dich in unser Versteck ein und bringst dich selbst in Gefahr? Scheint so, als hätten wir es mit einem ganz besonderen Unruhestifter zu tun. Und doch bist du nur ein Kind. Du wirst es bitter bereuen, dich gegen mich aufgelehnt zu haben. Ja. Rocket Boss Giovanni fordert dich heraus. Ach stimmt, jetzt bin ich zuerst nur wie die Karte. So. So. Okay, ging's mit Billy Cut? Lotus Casino, dein Auftritt. Den Igel sammeln wir und dann Megasaug anlegen zu Tode. Deswegen habe ich gewechselt, weil der Mogel sozusagen nutzlos ist. Dann Schlitze ein. Ich würde gerade sagen, das macht schon viel Schaden. 70 Stärke plus Stab. Also eine Billigkeit hat keine kompletten Scheißwerte. Lotus Casino ist schön, defensiv auch. Wir haben echt nur zwei wirklich offensive Pokémon im Team. Ja, die einzigen, die wirklich offensive Power haben, sind Drago. Wenn ihr euch mal den Angriff, den Spezialangriff anschaut. Und Pikachu. Okay, wobei Lotus Casino hat auch ziemlich einen Spezialangriff. Nice. Ja, auf jeden Fall bist der Regelsamt. Dann Megasaugern wir. Wirken wir mal den ganzen Geschütz entgegen. Double Heal. So. Au. Rieboch, ja, da bleibt er natürlich drin. So. Wie wir gelernt haben, ist Reborn Gesteinboden, heißt also, Wettertanz ist viel effektiv. Und haut ihn um. Was? Wie ist das nur möglich? Ich bin übrigens sehr stolz auf meine Synchronisation von Atlas und Giovanni. Wer hätte gedacht, dass ich mich einmal von einem Kind besiegen lasse? Na schön, das Tragosso gehört dir. Mach mit dem, was du willst. Tragosso! Außerdem will ich, dass du das hier nimmst. Sieh jetzt als eine Art Entschuldigung dafür an, dass ich dich nicht ernst genommen habe. Du hältst das Safe Scope von Giovanni. Du trainierst deine Pokémon offensichtlich mit sehr viel Liebe. Aber meine Ziele und Beweggründe könntest du nie verstehen. Ich werde mich fürs Erste zurückziehen, denke ich. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal gegen dich kämpfen kann. Gosso! Der Gosso macht sich auf den Weg zurück nach Lavandia. Es scheint, als hätte sich das Tragosso aus dem Staub gemacht. Schlage vor, du tust es ihm gleich und verschwindest von hier.
du kannst dich glücklich schätzen, dass Giovanni so gnädig ist und dich ziehen lässt. Man vergisst ja nicht, sein großzügiges Geschenk für Kinderkram zu missbrauchen. Lässt dir gefälligst eine sinnvolle Verwendung für das Safe Scope einfallen. Ja. Um auch mal Atlas da bleibt, wenn Giovanni jetzt die ganze Truppe abgezogen hat, denke ich. Oder? Hat er die abgezogen? Der Dussel ist. Nein, er hat die ganze. Doch, er hat die ganze Truppe abgezogen. Der da ist weg, der ist weg. Hat also schöne Spionen vielleicht was zu sagen? Nichts, was wichtig wäre. Naja, dann geht's zurück nach Lavandia. Ja. Übrigens, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber ich habe nicht nachgeguckt, ob das FIFA-Video, was ich eigentlich für einen Tag vorher geplant hatte. Oh, nice. Jetzt ist der Typ da. Hey du! Du interessierst dich bestimmt für mich und meine geniale Erfindung, oder? Du wirst doch bestimmt jedes kleinste Detail darüber erfahren, hm? Ja? Ja. Na gut, wenn du darauf bist. Oh, Moment! Peach! Entschuldigung, ich hab ganz vergessen, mein Mikrofon runterzustellen. Respawn. Darf ich vorstellen? Ein Transportmittel. Kann ich ja schon wieder gut. Ein Transportmittel, mit dem man durch die unendlichen Weiten des Himmels segeln kann. Ja! Eine unglaublich fantastische Erfindung. Es ist keinesfalls, wie gesagt, das Ganze als geheime Technik zu bezeichnen, so sieht's aus. Es gibt aber ein kleines Problemchen. Obwohl ich so viel Mühe in diese Erfindung gesteckt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um sie auszuprobieren. Aber du, man merkt sofort, dass du ein mutiger Junge bist. Und deshalb habe ich mich großzügigerweise dazu entschieden, dir die geheime Technik Himmelsritt beizubringen. Das ist ein Werbefritze und schnell reden, deswegen. Oh wow, immer langsam mit dem jungen Panita. Er scheint, als hätte dein kleiner Freund selbst ganz heiß, als wäre. Er scheint, als er dein kleiner Freund selbst ganz heiß darauf zu lernen, wie man mit meiner Erfindung umgeht. Kann das sein? Das gefällt mir, dieses Pokémon ist eine Inspiration für uns alle. Also los! Du musst erst hier und anschließend da. Moment, hier drüben. Genau, die Steuerung. Mit dem Ballons geht's aufwärts. Du musst hier und dann. Hui, verstehst du? Scheinbar. Wir haben fliegen gelernt. Ja, ich schenke euch meine Erfindung. Dreh damit ein paar ordentliche Runden durch die Luft für mich, ja? Nice, so, jetzt seht ihr schon, mit Pikachu spielen können wir auch, indem wir den Pokéball Plus schütteln. Ja, du bist erledigt, mein Freund. Geile Technik. Himmelsritt. Pass auf, was jetzt passiert. Wir gehen Lavandia aus und endlich können wir zwischen den Städten fliegen. Und wir fliegen auf Glurak, gerade also können wir mit Glurak auf Himmelsritter ausführen. Und der Grund, warum ich auf Glurak bleibe, ist, weil wir mit ihm fliegen können. Das ist doch cool. Ich meine, wollte nicht schon immer mit seinem Glurak durch die Lüfte fliegen. Bam, badadam. Alle werden geheilt. Genau, und da wir jetzt Glurak haben, brauchen wir eigentlich auch Snobilikat nicht mehr. Zum Reiten. Heißt, wir können Snobilikat eigentlich rausnehmen aus dem Team. Und vielleicht braucht er irgendwer von denen noch EP, um sich zu entwickeln, damit ich den Kleinstein. Habe ich die Weiterentwicklung von Kleinstein habe ich nicht. Okay, dann kommt Kleinstein jetzt ins Team. Denn wir müssen ja noch ins oberste Geschoss vom Gruselturm. Nein, keine Ahnung, wie der Turm heißt. Aber das erstmal Kalipat. Dann wurde Dragossos Mutter also. Genau. Team Rocket schnappt sich ein Knogger nach dem anderen, um die Schädel, die sie tankt, oder verkaufen zu können. Dragossos sucht bestimmt immer noch völlig verzweifelt nach seiner Mutter. Team Rocket ist einfach das Letzte. Ja, das ist echt furchtbar. Ich habe vorhin selbst beobachtet, wie Dragossos in diesem Turm verschwunden ist. Ich halte am besten auch nach ihm Ausschau, wenn ich schon nach diesem verschollenen Mr. Fuji suche. Danke. Pass auf dich auf! Ich weiß schon genau, wie dieses Mädchen wäre, ey. Okay, warte, nee, sie quatscht nicht mit mir. Also doch nicht. Dachte, das wäre eine gemeinsame Freundin vom Aussehen her. Zumindest gleiche Haarfarbe. Gespenster sind zwar nicht gerade meine Stärke, aber da muss ich durch. Boah, nö. Passt schon. Ah, du kommst genau richtig, Fanta. Unser Gespräch eben hast du gehört, oder? Du willst nicht zufällig mitkommen?
Doch. Ein Glück. Ich dachte schon, ich müsste alleine gehen. Ja, der Gefährte hier ist ein ziemlicher... Also ich weiß nicht, aber gefühlt ist es ein Troll. Ihr werdet am Ende vom Spiel merken, warum. Aber gefühlt ist das ein Troll. So, jetzt sehen wir hier doch gleich wilde Pokémon, oder? Genau. Also, so gibt's hier wirklich Gespenster? Huch, Phantom, was hast du denn da? Das Safe Scope hat die wahre Gestalt der Gespenster erhöht. Wahnsinn! Die Gespenster sind also in Wirklichkeit nur Pokémon? Und da ist schon das erste Pokémon, was wir fangen wollen. War das Neues? Ein Nebula! Einfach fabelhaft! Tada. Ach, come on! Eigentlich war das auch einfach fabelhaft werden können, aber naja. Oh, der bricht schon wieder aus. Alter, Nebula. Hart an der Grenze, Junge. Hart an der Grenze. Warum auch immer das kein perfekter Wurf ist. Ich weiß es echt nicht. Das klappt mal wieder. Wunderbar. Oh mein Gott, was war das denn? Ja. Kein Wunder, dass der Bullock flieht, ey. Wir haben schon so oft geworfen und nicht getroffen, also. Da, neuer Versuch. Das war ja sowas von logisch. Wir haben doch noch ein Anabäre, oder? Das war einfach fabelhaft, come on! Dann frisst halt eine Gummibäre. Tabelle. Absolut nicht, wie ich geworfen habe, möchte ich an dieser Stelle dazu anmerken. Alter, das kann doch nicht wahr sein! Und wieso war der Wurf so schwach, ey? Natürlich ergreift es die Flucht. Schon wieder. Alter, was ist das denn? Also generell, heute ist echt ein Trolltag für mich. Naja, wir gehen erstmal weiter nach oben. Das spawnen ja immer noch Nebulax. Alter Gosso. Ach ja, komm hier. Ja. Gosso, ja. Ach, come on. Komm her, Tragosso, ja. Na bitte, Tragosso ist doch einfach viel netter als diese depperten Nebulak, ey. Das ist vollkommen wurscht, du bist nur entwickelt, kein Stein. Und wir haben einen Hyperheiler gefunden. Nebulax, so, jetzt hat er mal. Es hat ein Aura. Alter, what the hell? Jetzt werf doch mal die Diamantenbälle, so wie ich sie werfe. Bis nicht so in den Kreis gegangen ist. Ich
kann gar noch schneller schlagen, aber dann zerstöre ich meinen Bildschirm. Na egal, wir haben es gefangen. Endlich. Weil ich schon anstrengend genug ist, der Kartoffel zu fangen, ey. Ja, Pokémon geheilt. Nächste Etage. Golbat, haben wir Golbat schon? Wir werden es jetzt sehen. Bam, haben wir natürlich noch Licht. Alpollo, die Weiterentwicklung von Nebula. Großartig. Da bin ich doch einfach mal happy. Nice, gefangen. Ich glaube, Clash entwickelt sich schon auf Level 20, also dauert nicht mehr allzu lange, wenn wir den weiter mit uns hier rumschleppen. Da ist der Geist, der uns beim letzten Mal aufgehalten hat. Verlass diesen Ort. Verlasst diesen Ort. Das ist ja noch größer als vorhin. Fett, mach das nochmal, was du vorhin gemacht hast. Wir holen das Safe Scope raus. In einer epischen Sequenz. Das große Gespenst war die rastlose Seele der Mutter des kleinen Tragosso. Ihre Seele hat endlich Frieden gefunden. Sie ist ins Jenseits entschwunden. Tragosso, du bist also hierher gekommen, weil du deine Mutter sehen wolltest. Tra. Tut mir leid, dass ich mich vor deiner Mutter gegruselt habe. Aber mein Vater, ich will Tragosso nicht allein lassen. Deshalb werde ich es nach Hause bringen. Könntest du dich für mich weiter oben nach einem gewissen Mr. Fuji umsehen? Falls du ihn dort findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du ihn nach Hause begleiten könntest. Kommst du alleine zurecht? Na klar, komme ich alleine zurecht. Außerdem ist ja Tragosso bei mir. Aber danke, dass du dich um mich sorgst. Irgendwie wirkst du jetzt viel selbstbewusster. Könnte es sein, dass ich was verpasst habe? Was sagst du da? Du hast Tragosso ganz allein aus den Händen von dem Rocket befreit. Seit wann bist du so ein starker Trainer? Naja, wenn Polizei und Militär es nicht schaffen, dann schafft es halt immer der 10-Jährige. Ist doch in Pokémon normal. Egal. Dann kann ich diese Sache ja beruhigt überlassen, Phantom. Komm, Tragosso. Gehen wir. Tra. Da. Ein Item. Ein Sonderbombo. Seitdem wir finden hier Gengar. Ansonsten müssen wir kein Pokémon mehr fangen. Ich glaube, wir sind schon da, oder? Ja. Mr. Fuji. Stehen geblieben. Die Mörder hat immer verfolgt, die Dödel sind wieder da. Jetzt, wo das Gespenst verschwunden ist, haben wir es endlich zur Spitze geschafft.
Du bist der alte Fuji, oder? Wir wissen, dass du die Pokémon-Forschung an den Nagel hängen willst. Aber damit ist jetzt Schluss. Du wirst wieder in den Rocket League schlüpfen müssen. Und zwar im Namen von Team Rocket. Du wagst es, uns zu ignorieren. Wir werden dich schon dazu bringen, mit unserem Boss zusammenzuarbeiten. Wart's mal ab! Ja. Damit will ich erstmal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.